Hallo, da bin ich. Ich bin nun in Kalifornien bei meiner Gastfamilie, schon seit 2 Wochen. Und der Hinflug war ganz gut, war zwar ein bisschen lang, also wir sind ja von Frankfurt nach Washington geflogen, das hat 8 Stunden gedauert, glaube ich so. Und in Washington waren wir dann 2 Tage, haben ganz viel Tolles erlebt, sind zum Weißen Haus gegangen, haben uns mehrere Denkmäler angeguckt und Sachen, die da so gebaut wurden, und waren im American History Museum. Auf jeden Fall war es ganz cool. Dann haben wir im Hilton Hotel geschlafen. War da ja natürlich voll Highlight so. Wir hatten dann eine Marmordusche mit Regenschauer und so. Und war schon ein bisschen Luxus. Das Bett war richtig schön gemütlich. Um 3 Uhr nachts, die eine Nacht um 3 Uhr nachts, auf einmal ging ein lauter Alarm an. Und dann dachten wir, ich stand von einem Moment auf den anderen kerzengerade im Zimmer und dachte so, was geht jetzt ab? Und dann, ja, es war Feueralarm. Alle mussten dann mitten in der Nacht um 3 Uhr raus, aus dem Hotel raus. Und alle standen dann da im Schlafanzug draußen auf dem Parkplatz. Und naja, war ganz lustig. Aber nach 20 Minuten durften wir wieder rein und noch ein bisschen weiter schlafen. Ja, Washington war eigentlich ganz schön. Und von Washington aus musste ich dann nochmal 6 Stunden mit einer Unterbrechung in Denver nach Sacramento fliegen. Ich wurde hier empfangen mit ganz vielen Luftballons und ein schönes großes Plakat mit Welcome Merle. Und es war eigentlich ganz schön, die Begrüßung so. Mich konnte nicht die ganze Familie abholen, mich haben nur die Eltern und die Kleinste abgeholt, weil die beiden Großen beim Fußballspielen waren. Also sind wir anschließend gleich vom Flughafen aus anschließend gleich zum Fußballspiel gegangen und haben da noch ein bisschen zugeguckt. Natürlich konnten die mich dann gleich so erstmal ihren Freunden zeigen, so, oh, guck mal, das ist Merle aus Deutschland. Ja, und als wir dann hier ankamen, habe ich mich erstmal hier eingerichtet und haben mir das Haus gezeigt, und das ist schön groß, riesig, schön eingerichtet. Mein Zimmer muss ich mir ja mit meiner Gastschwester teilen, aber das ist auch kein Problem. Und ja, den ersten Tag in der Schule, den hatte ich dann ja schon gleich am dritten Tag, als ich hier war. Das war dann der Montag, und ja, ich musste gleich einen Einstufungs-Mathe-Test machen, der voll in die Hose gegangen ist. Nicht, weil ich das Thema nicht konnte, sondern weil wir das Thema 2 Jahre zurück hatten in der Schule in Deutschland. Also die waren viel weiter zurück, und naja, das konnte ich alles nicht mehr so gut zusammenreimen, wie das nochmal war. Dementsprechend ist der Mathe-Test auch nicht so gut ausgefallen. Dementsprechend bin ich jetzt in einem nicht so guten Mathekurs, aber das kommt mir ganz recht, weil Mathe in Englisch ist schon ein bisschen was anderes. Und die haben hier eine ganz andere Schreibweise. Aber die Lehrer hier sind ganz nett und versuchen einem das gut beizubringen. Und die sind eigentlich ganz nett hier. Die Schüler in der Schule sind auch ganz nett. Die kommen gleich alle offen auf einen zu und sagen, hey, ich bin der und der, wow, welche Klasse gehst du denn? Und ja, ob sich da dann Freundschaften entwickeln werden, früher oder später, das wird man dann sehen. Auf jeden Fall hat man schon mal jetzt so ein paar Kontakte geknüpft, und mit 2 Mädchen sitze ich jetzt immer in Lunch zusammen. Und das hat sich ganz schnell ergeben so. Und die sind auch ganz lieb. Hausaufgaben bekommen wir leider sehr viele auf. Das heißt, also für mich viele, weil wir kriegen dann da so einen 5 Seiten langen Text in einem Fach, nur jetzt erkläre ich Hausaufgaben. 5 Seiten langen Text, und bis ich den erstmal, weil ein paar Wörter verstehe ich natürlich nicht, weil das ein fachspezifischer Text ist, keine Ahnung, muss ich dann natürlich Wörter raussuchen, was das heißt. Und bis ich das alles gemacht habe, vergehen Stunden, und dann bin ich gerade mal mit einem Fach fertig. Und ich hoffe, das wird sich bessern, wenn ich eine längere Zeit hier bin.
Ja, dementsprechend bin ich in der Woche die meiste Zeit mit Hausaufgaben beschäftigt. Ansonsten sind am Wochenende immer Spiele, also Fußballspiele und Turniere, wo wir dann meine Gastschwestern anfeuern ordentlich. Bald werde ich vielleicht auch einen Sportclub beitreten hier oder für irgendeine Schule spielen, weil unsere Schule leider nicht so viele Sportangebote hat. Mal schauen. Dann werde ich auch irgendwie einen Sport machen, wo die mich dann anfeuern können. Am Wochenende ist außerdem auch immer Barbecue, seitdem ich hier bin. Das sind 2 Wochen. Hatte ich irgendwie jetzt schon 3 Barbecues. Lecker, lecker. Aber so lernt man natürlich auch immer wieder neue Leute kennen und das ist auch schön. Kirche, ich komme gerade von der Kirche. Das war heute mal wieder Spaß. Das ist ganz anders. Hier wird viel mehr, also weil ich in eine Jugendgruppe gehe, nicht in den Gottesdienst für die Erwachsenen, sondern in die Jugendgruppe, die bis 18 Jahre geht oder so. Ja, die tanzen da, singen da, spielen Spiele. Heute wurden sehr viele Spiele draußen gespielt und es wird von einem Jugendlichen geleitet, der, weiß ich nicht, 20 oder so ist, schätze ich mal. Aber auf jeden Fall, das ist ganz nett und anders und man geht da auch gerne hin. Das Wetter ist hier sehr warm. Also wir hatten es jetzt le letztens 46 Grad Celsius. Ich habe schon umgerechnet. Und heute ist es auch wieder warm. Gestern war es nicht so warm, aber die Wärme ist hier gut zu ertragen, weil es windig ist. Ein bisschen. Hier ist es ein bisschen windig und dann kühlt das immer schön so ein bisschen ab. Ja, ich hatte gestern Geburtstag. Meinen 16. Geburtstag hier in Amerika habe ich gefeiert. Zwar ein bisschen schade, dass ich gerade mal 2 Wochen hier bin und nicht so viele Freunde habe und schon Geburtstag habe. Aber meine Gastfamilie hat mir das so leicht wie möglich gestaltet und wir sind zusammen ins Restaurant gegangen und haben da was gegessen. Und das war ganz nett. Dann haben wir noch ein paar Freunde von meinen Gastschwestern hier eingeladen, dass ich nicht nur mit meinen Gastschwestern hier die einzigsten Kinder sind. Das war ganz nett. Dann waren wir so 15 Leute und haben in einem Restaurant gegessen. Haben die mir Geschenke gemacht auch? Habe ich ein paar, also ein so ein California College Pulli bekommen und einen Schulpullover von meiner Schule, eine Trinkflasche von meiner Schule und Kinogutscheine. Ja, von meinen Eltern kriege ich noch ein Päckchen geschickt, was aber leider noch nicht angekommen ist. Aber mal schauen, wann es ankommen wird. Bin ich mal gespannt. In der Schule haben die mir Luftballons, kann ich zeigen, haben die mir hier schön viel Luftballons geschenkt, Brownies gebacken und so ein tolles Bild gebastelt, sag ich mal. Und sie haben für mich auf Deutsch gesungen. Also die 2 Mädchen, mit denen ich im Lunch immer abhänge und esse. Also fand ich ganz lieb, dass sie gleich sowas für mich gemacht haben. Und ja, ansonsten sind die hier einfach alle super nett zu mir, versuchen es mir super leicht zu machen. Zu meiner Familie habe ich an meinem Geburtstag auch Kontakt gehabt, wir haben geskypt. Und ja, ansonsten zu meinen Freunden so habe ich auch noch Kontakt. Jetzt noch mehr Kontakt in der ersten Zeit natürlich. Mal schauen, das wird sich wahrscheinlich, denke ich mal, ein bisschen reduzieren während der Zeit, aber mit der Zeit und mal schauen. Auf jeden Fall bin ich froh, hier zu sein und ja, ich melde mich, wenn es was Neues gibt und das erstmal von meiner Seite aus und macht's gut, tschüss.